War der Ghoul jetzt schon tot? Nee. Gott, ey, jetzt krieg ich auch so mega viel Schaden von dem blöden Ghoul. Das war richtig schlecht. Okay, aber wir müssen da hinten jetzt rein. Okay, es kommen direkt alle. Das gibt's nicht, ey, das gibt's nicht. Nein! Ach, verdammt! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie mache ich das denn? Auf jeden Fall Mana. Habe ich sonst noch irgendwelche Zauberrollen? Berserker. Das könnte auch helfen. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Also ich mache jetzt magischer Schutz. Und... Nicht mehr genug Mana. Oh. 20 Mana. Berserker. Los geht's. Schon wieder fast tot. Ey. So. Ob das jetzt wirklich daran lag, weiß ich nicht, aber wir leben noch. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Puh. So. Dann brauche ich jetzt wieder meinen Kollegen hier. Einmal können wir ihn dann noch rufen. Ich würde gerne den anderen auch plündern. Dankeschön. C und Fleisch. Wobei... So. Hier sind ja noch mehr Altare. Alter Falter. Da hätten wir also wahrscheinlich eigentlich mit dem anderen Typen hingehen sollen. Mit dem Medossa. Aber jetzt haben wir es alleine gemacht. Na gut. Unten geht's auch nicht weiter. Und den müssen wir hier wieder drin festhalten. So. Sehr gut gelaufen. Hier ist auch sonst nichts mehr. Ah, da kommt noch der nächste. Hey,
Oh, jetzt von hinten noch ein Ghoul. Oh, das ist gar nicht gut. Untoter Krieger. What the? Nein! Ach du Scheiße. Was denn? Natürlich, ey. Was geht denn da ab? Oh mein Gott. So, war hier jetzt einer drin? Nee. Aber hier, gerade durch. Den wir wieder in den Zaun halten müssen. So. Das lief wieder ganz gut. Oh Gott, ey. Das dauert echt mega lange. Okay, wir sind genau voll. So, jetzt kommt's drauf an. Das war sehr gut. Nein, Fred! Verdammt! Okay, der erste ist schon mal down. Zwei down. Lasst ihn! Nein! Ich hatte es doch gerade so gut. Oh nein! Einzige, was mir noch einfällt, ist die Wartetaktik. Hä? Wo geht's denn hier lang? Oh. Oh, 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 oh. Fred? Hallo, weg! Meine Fresse, du springst immer zum Falschen, du Hornochse. Mann. Jetzt ist Fred schon wieder halb tot. Fuck. Aha. Jetzt sind wir über dem Raum von gerade eben. Tonvasen, alles Mögliche. Bringt uns nix. Fred ist so gut wie im Arsch. Ach du Kacke. Boah, sehr gut. Das lief noch so gerade. Da können wir wieder ein Skelett beschwören. Super. Steinplatte. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ist hier sonst noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Okay. Da hinten stehen wieder welche. Aha. Ja. 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 Ich hoffe, das macht jetzt da unten die blöde Zugbrücke auf. Dann kommen nämlich unsere Kollegen jetzt. Oh, scheiße. Oder? Ah, ein Anfang. Es war jetzt nicht direkt die Zugbrücke, aber... Doch, es war die Zugbrücke. Super. Wo ist Fred? Ah, da unten hören wir ihn auch. Die ganzen Typen. Mendoza und wie sie alle heißen. Oh, scheiße. Warum sind die denn jetzt hier?
Oh fuck. Helft mir, Jungs! Keine Probleme. Gute Arbeit. Das Vieh steht nicht mehr auf. Die werden aussterben. So. Runter zu unseren Kollegen. Mit einer Ninja-Rolle. Du kannst mir nicht entkommen. Sollen die sich erstmal damit rumschlagen? Wir würden nur unsere eigenen Leute wieder umbringen. Ich guck mal, ob ich in der Zeit noch hier hinten irgendwo was plündern kann. Da lag noch der Ghoul. Vielleicht hier noch irgendwo was. Wow! Den haben sie also übersehen, ja? Waaah! Jungs, 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 Jungs! So! Hast du eine Büste? Nein. Auch nur einen kleinen Heiltrank. Das wäre geschafft. Da ist mein Fred übrigens, der Lager. Hat gegen die ganzen Viecher alleine kämpfen wollen und es dann nicht geschafft. Welch Wunder. Es waren einfach zu viele. Aber gut, so, und da hinten ist jetzt genau das, was ich meinte. Hier hätten wir jetzt mit denen auch alle zusammen gekämpft. So. Das goldene Tor. Es muss einen Weg hineingeben. Such das Grab von diesem Ursegor. Vielleicht findest du dort einen Schlüssel. Ich hab doch einen Schlüssel. Ja, ich hab aufgepasst. Ich glaube, ich brauche mein Skelett wieder. Oh wei. Erstmal noch eine Steinplatte nehmen vorher, natürlich. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Ein Mensch. Letztendlich ist ein Mensch gekommen, nach so vielen Jahren. Hallo, Geist. Du bist also... Ich bin Ursegor, der Titanenlord. Warum bist du hier? Was ist mit dir geschehen? Meine Geschichte ist lang und noch nicht vorbei. Aber du bist nicht gekommen, um über die Vergangenheit zu sprechen. Ich suche einen Weg, die Titanen zu bekämpfen. Das habe ich auch getan. Und ich war der Beste. Doch die Siegel der Götter, die sie einst gefangen hielten, sind gebrochen. Jetzt tobt der Kampf der Titanen wieder. Und ihr Menschen steht kurz vor dem Untergang. Sag mir, Mensch, was willst du von mir? Ich brauche eine Waffe. Die beste Waffe gegen einen Titan ist ein Titan. Vor über 1000 Jahren habe ich sie gejagt und eingekerkert. Du suchst eine Waffe? Ich habe eine Waffe für dich. Einen Titan des Feuers. Wo ist der Titan des Feuers? Eingesperrt in einer Falle. Hinter dem goldenen Tor ist sein Gefängnis. Dort sitzt er in der Tiefe für alle Ewigkeit. Oder bis er befreit wird. Wie funktioniert diese Falle? Das Geheimnis liegt in den antimagischen Kristallen. Sie schwächen den Titan, damit er seine Kräfte nicht einsetzen kann. Ich habe ihn in die Tiefe gezwungen und sein Verlies mit einem Siegel der Antimagie verschlossen. Wie kann ich den Titan befreien? Alles, was ich dir anzubieten habe, ist ein Handel. Was? Du willst mit mir handeln? Obwohl mein Geist unsterblich ist, bin ich für alle Zeit an diesen Ort gebunden. Doch mich dürstet nach Freiheit. Erlöse mich von meinem Fluch.
Befreie mich von meinen Ketten. Dann helfe ich dir, das Tor zu öffnen, das dich zum Titan führt. Erzähl mir von deinem Fluch. Damals sprach der dunkle Gott zu mir. Er machte mir ein Angebot. Die Titanen des Feuers sollte ich für ihn einsperren. Dafür versprach er mir, dass ich die Zeit überdauern würde. Und ich ging auf sein Angebot ein, jagte und fing die Titanen. Den letzten von ihnen sperrte ich hier, in diesem Verlies ein. Doch kaum, dass ich das Tor geschlossen hatte, versank der Tempel in der Tiefe. Ich war selbst Gefangener in meinem Verlies und bin es bis heute. Der dunkle Gott hat dich reingelegt. Das spielt keine Rolle mehr. Mein Körper zerfiel. Mein Geist ist gebunden. So werde ich alle Zeit überdauern. Als Gefangener. Warum ist dein Geist gebunden? Ich kann mich nicht weit von meinem Körper entfernen. Ich werde niemals frei sein. Es sei denn... Es sei denn was? Die Verbindung von Geist und Körper kann auch der Tod nicht trennen. Nur dort, wo mein Körper ist, kann ich sein. Wie kann ich dir helfen? Es gibt einen Zauber, der es vermag, die Verbindung von Geist und Körper zu trennen. Doch ist kein Mensch mächtig genug, diesen Zauber zu wirken. Was ist notwendig, um den Zauber zu wirken? Der dunkle Gott stellte mir drei Diener an die Seite. Sul Utur, der Priester, Selseretz, das Tier, und Salsaran, der Wächter. Jeder von ihnen trägt einen Seelensplitter. Einen Splitter, der sie mit Kraft speist. Die Macht dieser Splitter wird ausreichen, um meinen Geist endgültig zu befreien. Ich soll dir also die Splitter holen? Du musst sie an dich nehmen. Dann kannst du den Zauber wirken. Und was ist mit der Formel? Für diesen Zauber brauchst du keine Formel. Wenn dein Wille stark genug ist, wird ein Wort von dir ausreichen, um meinen Geist zu befreien. Wo finde ich deine Diener? Sie sind hier, in den Kammern der Krypta. Diese Kammern sind vergittert. Du wirst den Schlüssel brauchen. Den ich wo finden kann? Ich lasse ihn hier zu meinen Füßen erscheinen. Und vergiss nicht, den Dienern ihre Schädel abzunehmen. Du wirst sie brauchen, wenn du das Tor öffnen willst. Und wenn ich dich befreit habe, hilfst du mir? Ich werde dir das überlassen, was du brauchst, um das goldene Tor zu öffnen. Doch zuerst wirst du tun, was ich von dir verlange. Huiuiuiuiui.